So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und der Hannes hat was angekündigt. Er wollte nämlich einen Mega XXL Burger machen. Richtig? XXL, oder? XXL, XXXXL, na, XXL. Ein Ramses Burger, genau. Und jetzt steht der Hannes hier rum und guckt nur, was er da hat. Das sieht aus wie, ne, ein Leichnam. Und da will er jetzt Käse Da drauf kommt jetzt machen. Käse drauf. Das ist nämlich gehacktes. Und das ist wie viel? 4 4 Kilo? Kilo Hack. 4 Kilo gehacktes. Wir haben schon, wir starten mittendrin im Video, wie ihr das seht. Er hat das ganze Backblech ausgelegt mit gehackten. Also wir haben das eigentlich in eine Schüssel, Semmelmehl ran, also Ja. Paniermehl, Eier dran, Senf dran, Senf alles dran. rumgemacht. Dann ist das in den Ofen gekommen, das ist jetzt ein bisschen vor sich hingebacken. Und das soll jetzt das Burger Patty sein. Ja, also das ist jetzt, siehst du ja, kommt Überzeuer. überall Käse drauf. Ne? Hier drüben sieht man so, ah, da ist ja so ein bisschen Brötchen. Ja. Dann hier unten im Ofen ist noch mal so ein bisschen Brötchen. Das wird gerade hier ein bisschen so auf dem Rost angebacken, dass man das dann essen kann. Hier drüben ist Salat. Salat. Da ist, hey, da ist Unsere noch Bude. Chili-Soße Chili-Soße, übrig. ja. Zwiebeln, Bacon. Zwiebeln sind gemacht, sind ja angedünstet, gemacht, angedingst. Hier habt ihr lauter Bacon. Genau, guckt euch den an, der ganze Teller voller Bacon. Der ganze Sack voll Zwiebeln. Hier kommt jetzt überall Käse drauf. Das will er dann auch aber nochmal reinstellen, weil er gesagt hat, das soll ja dann richtig schön zerlaufen. Und Laufen. ja, ansonsten haben wir hier, da sind noch Gurken und noch grüne Gurken später vielleicht noch. Und es ist theoretisch noch lange nicht fertig, so soll das aber ungefähr in der Entstehung dann wirken. So ein ganzes Blech Fett. Ein ganzes Blech Fett. Oder hat den Käse schon mal drauf und legt den Bacon hinterher. Hier, den Teller jetzt einfach rumgedreht und draufgeschmissen. Das ist viel zu zärtlich. Das ist doch eh schon tot, ne? Ja, Also, deswegen ja. ja, da wird's doch auch nicht lebendig. Aber das Auge isst doch mit, oder nicht? So, markiert mal jemanden, der das alleine isst. Genau. Nein, ihr sollt nicht mich immer zu jetzt drunter schreiben. Also, irgendjemanden, den ihr kennt, der gerne viel und große Portionen isst. Also, da können wir unser eigenes Restaurant aufmachen. Das, was da auch schon drauf oder Nein, erst nein, nein, später? später, der kommt später drauf. Das kommt zum Schluss. Hier sieht Ja, das aus wie kommt aus schon. der Nase rausgeflutscht. Jawohl. So, jetzt habt ihr also das Burger Patty fettig und fett und noch fetter mit Käse und Bacon. So. Dann haben wir das Brot, Oh, das wird schon langsam. das Bacon langsam wird schon wird. langsam. Das wird schon langsam Das mit. knallt jetzt unten drunter und Ja, dann. das ist bloß noch. Der Käse zerläuft und dann kommt alles Junge, raus. Junge, Junge. Und vor allem müssen wir dann ja extra noch von dem, wir müssen ja extra den riesen Fleischklumpen nehmen, müssen den dann auf das Brot noch drauf heben und dann noch den Salat und dann die Zwiebeln und dann werde ich, den nimmt man dann einfach in die Hände. Links 5 Männer, rechts 5 Männer heben den an und einer steckt den Kopf rein. Also Genau so richtig, sieht das genau. wahrscheinlich aus am Ende. Aber grüne Gurken müssen wir noch schneiden, oder? Gurken schneiden wir auch noch. Weil wir wollten ja die Essig und die Grün noch Ja, alles. Also, die Grünen es auch. dauert noch ein bisschen. Wir cutten kurz und sind dann nochmal zurück, wenn wir den richtig nochmal so zusammenbauen. Aber ihr seht jetzt schon mal irgendwie, was das sein soll. So, wir sind irgendwie zurück, glaube ich. Und der Hannes hat gesagt, ja, das ist jetzt fertig und er will das jetzt belegen. Deswegen, ich muss ja nichts machen. Ich stehe nur blöd in der Ecke rum und das war's. Da hat jetzt hier das Brot, ne? Ist getoastet? Ja, Gebacken. gebacken. War mal So. frisch beim Bäcker, haben gebackenes Brot aufgeschnitten, so gekauft. Ne? Musste man nochmal zurück, noch den Deckel holen, den haben wir nämlich vergessen. Jetzt wird es hier alles frisch belegt mit frisch im Salat. Also, ja, was nicht so frisch aussieht, ist. Also da sieht man schon, ne? Dass der Käse aber jetzt schön ein bisschen so zerlaufen ist, sieht jetzt wieder aus wie Knetmasse. Der Bacon oben ist am Start, also das ist auf jeden Fall ein fetter Brocken und das muss jetzt alles zusammen kombiniert werden. So. Mensch, das ist ja jetzt alles Abfall, hä? Nein, Mit das, nein, das alleine. das wird alles noch so gegessen. Also, das ist Jetzt bin ich mal so. gespannt, Monsieur, heißes Backblech. Es geht. Am besten, wir tun das Blech da drauf und essen das Blech mit. Oh, das wird doch nix. Der knallt doch in die Ecke und das war's.
Ah, perfekt. Und schon sitzt da drauf. So muss das aussehen. So, das sieht jetzt aus wie, als wäre es ein Burger, oder? Kann man so sagen. Hier unten drunter hat sich irgendwo Brot versteckt. Ja, irgendwo. So. Da, der Undertaker. Seht ihr den Nebel wieder aufsteigen? So. Da haut er jetzt noch Gurken drauf. Gurken kommen drauf, ja. Gurken. So, in 10 Jahren sind die Gurken drauf, weil das sind so viele Gurken und das ist so ein großer Burger und er meldet uns einfach nächstes Jahr wieder. So sieht's aus. Immer nächstes Jahr, nächstes Jahr. So. Kommt es immer zu so vor, als hätte man irgendwas vergessen, aber Bacon und Käse ist ja schon drauf, ist ja schon, der kam ja mit Fleisch aus dem Ofen, ja, der ist, während das Fleisch im Ofen stand, ist der Bacon automatisch drauf gebacken. Da noch ein bisschen was drauf, von dem Grünzeug hier. Genau. Immer mal ein Stück zu sagen, oh, das fällt hier alles, guck mal, Dönerfleisch. Und Zwiebeln. Jemand Bock auf einen Hamburger für zwischendurch, ja. Ah, die freut sich auch über den Deckel. Adi, nein! Und lass die Gurken in Ruhe, Adi. Nicht das Brot, Adi. Adi! Adi! Bibi! So, den kann man halt dann immer noch belieben drauf machen, wie man will. Man kann auch die Zwiebeln auf die Katze legen und dann... Genau, und die Katze isst auch mit. So. Auf die Katze. Fertig. Los. So. Oh mein Gott. Und dann? Dann tun wir noch ein paar Fischtomaten drauf, weil normale Tomaten haben wir ja nicht. Muss man ein bisschen improvisieren, ne? Improvisieren, ne? Improvisieren. Da, die werden auch frisch geschnitten und draufgelegt. Ich hätte jetzt die einfach so im Ganzen drauf, dass es nochmal 10 Meter höher wird. Hört ihr, wie das knuspert? Hört ihr das? Wie ein Aufbackbrötchen, nur größer. So. Mensch, sieht aus wie ein Dönersalat. Ja. Mit Fladenbrot. So. Jetzt. Ja, für meine Güte. So, jetzt ist sie fertig. Genau. Einmal anheben. Der wiegt genauso viel wie der Gürtel. Ja. Ja, der ist doch bestimmt schwerer wie der Gürtel. Der Gürtel ist doch... Tja, wenn ihr den esst, dann passt euch gar kein Gürtel mehr, ne? Würde ich mal dazu sagen. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Und jetzt stellt man eine hin und das war's. Genau. Weil, mitten in den Raum. Ich esse einfach so ein paar Gurken, ne? Weil ich ernähre mich ja gesund. Und daraus mach ich noch einen schönen Salat und mit Dressing und so und dann. Morgen ist Fasten angesagt dann. Will den auch mal anheben. So sieht er also aus, der Mega Burger. Vielleicht fürs Thumbnail-Bild, irgendwie ist jetzt gerade das Fleisch runter in den Beutel gefallen. Ah, behindert gucken! Nein, aber sieht doch gut aus, doch eine ordentliche Portion. Wie man das jetzt isst, weiß ich nicht. Was jetzt mit Pupsi ist, weiß ich auch nicht. Die wollte eigentlich nämlich heute noch kommen. Wie sollen wir das sonst schaffen, ne? Die isst doch das meiste immer. Wir trinken nur Leitungswasser und essen Gurken. Genau, und Salat. Ja, ich würde sagen, das war der Mega XXL irgendwas Burger. Jetzt sind alle enttäuscht. Weil wir den nicht im Video testen und essen, das gibt sonst eine riesen Schlachtbank.
Macht euch einen Kopf, macht euch, lasst die Fantasie spielen, wie wir da sitzen und essen den. Richtig. Wir wollten euch nur mal zeigen, was es hier gibt und wie der ausschaut. Deswegen, boom, das ist der Burger. Und der wird verspeist dann. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses, euer Hannes. Jo. Mit den besten Ideen. Ne? Ja, wie im Schlaraffenland, das ganze Wochenende schon. Ach, guck mal, da hat der Ramses wieder gelogen, ne? Von wegen hier, das war's und ihr seht nichts mehr. Guckt euch mal an, wie der Dicke jetzt geteilt wird. Und dann wird er rumgeschnitten und da wird rumgeschnitten und dann wird hier was rausgezogen und da hängt noch das Brötchen zusammen und oh mein Gott. Da habt ihr ein Stück Kuchen, ein Stück Fleischkuchen. Und guckt euch das an, so sieht er in der Mitte aus. Einfach nur ein richtig dicker Fladen Fleisch. Geil. Fleischkuchen zum Mitnehmen, mit Bacon, mit Zwiebeln, mit Dampf, mit allem Möglichen. Da können jetzt noch verschiedene Dips dazu. Denkt einfach, es ist ein Hackbraten. Ihr habt ja Zwiebelchen auf jeden Fall in der Schüssel da hinten auch nochmal, falls ihr nochmal Zwiebelchen, die sind auf jeden Fall schön saftig und bringen nochmal einen guten Geschmack bei. Könnt euch jetzt diverse Dipsoßen mal auf den Teller packen. Jetzt ist da noch eine andere Hälfte. Guckt euch das an, was das jetzt für ein Oschi ist. Ne? Das müssen wir mal so hochschieben, da können wir da dran. Da ist die Hälfte noch da. Was ein Berg. So, das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir werden jetzt irgendwie versuchen zu essen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut. Das nächste Mal macht der Hannes, hat er schon gesagt, den World Trade Center Burger. Der ist einfach so hoch und daneben einfach nochmal so hoch. Und in das, und irgendwie sind die nicht miteinander verbunden, außer vielleicht unten und auch nicht. Richtig. Ach, ich habe keine Ahnung, der macht einfach irgendwas. Als nächstes gibt's dann Tyrannosaurus Rex. So, hat er nämlich noch einen zu Hause, den füttert er immer und dann bringt er dann auch mit. Adi, Adi Schatz, sag nochmal alles Gute. Genau.